Ein herzliches Hallo und willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Alexander Wischnewski. Ich bin Senior Consultant im Team des Business Developments Life and Health der Munich Re und heute Moderator eines mit Sicherheit sehr spannenden Interviews zum Thema mentale Gesundheit. Unsere mentale Gesundheit gewinnt zunehmend an Bedeutung. Das Verstehen psychischer Erkrankungen sowie der Wunsch, diese auch effektiv behandeln oder sogar verhindern zu können, beschäftigt die Gesellschaft im Allgemeinen, wie aber auch die Versicherungs- und die Medizinbranche im Speziellen. Dies bestätigt auch unser neuer Life Science Report, den wir von der Munich Re gemeinsam mit Experten von Arthur D. Little entworfen haben. Darin betrachten wir 6 Themenfelder, in denen wir aktuelle Trends und Entwicklungen darstellen, sowie die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Versicherungsbranche, die Gesellschaft und die Pharmaindustrie darlegen. Das Thema der mentalen Gesundheit ist aus meiner ganz persönlichen Sicht eines der wichtigsten Themen in diesem Report. Umso mehr freut es mich, heute 2 spannende Interviewgäste hier begrüßen zu dürfen, um dieses Thema von verschiedenen Seiten aus betrachten zu können. Auf der einen Seite begrüße ich Herrn Professor Dr. Dr. Florian Holzbör. Er ist emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie hier in München und weltweit einer der renommiertesten Depressionsforscher. Herzlich willkommen, Herr Professor. Auf der anderen Seite begrüße ich den Chief Medical Officer der Munich Re, Dr. Alban Sen. Er leitet das Team Medical Research and Development, in dem sich das Team hauptsächlich um die Richtlinien der medizinischen Risikoprüfung kümmert und dabei immer auch die Versicherbarkeit, gerade was psychische Themen angeht, im Blick hat. Herzlich willkommen. Danke. Eine erste Frage an Sie, Herr Professor Holzbohr. Unsere Statistiken und auch die Erfahrungen und Rückmeldungen unserer Kunden zeigen einen steigenden Anteil psychischer Erkrankungen als Ursache für Berufsunfähigkeit. Mit Ihren mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Forschung, können Sie diesen Eindruck bestätigen? Absolut. Die Zunahme dokumentierter Fälle psychischer Erkrankungen ist eine Tatsache. Ob allerdings mehr Menschen psychisch krank geworden sind, das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Denn es kann ja daran liegen, dass man heute doch ein Stück offener ist und sich dem Arzt offenbart und sagt, ich habe sowas und die Diagnose akzeptiert. Ich will aber 2 Unsicherheitsfaktoren bei der Bewertung solcher Fallzahlen erwähnen. Die eine ist die Tatsache, dass wir unsere psychiatrischen Diagnosen allein auf der Grundlage von Interpretation verbaler Kommunikation treffen. Das heißt also, wir sind nur auf das angewiesen, was wir von den Patienten, vielleicht den Angehörigen, gesagt bekommen. Es geht uns nicht wie beim Internisten, der ein EKG machen kann und eine Herzrhythmusstörung feststellt oder ein Chirurg, der ein gebrochenes Bein feststellt. Und der zweite Unsicherheitsfaktor ist ein Thema, das mich besonders bewegt, nämlich die Stigmatisierung. Heute ist doch der Begriff, der ist psychisch krank, sofort mit negativen Stereotypen verbunden. Das ist ein Schwächling, der hat es nicht geschafft, der ist zu sensibel oder noch schlimmer, der ist selber schuld. Solche negativen Stereotypen führen doch dazu, dass sich der Patient abgewertet fühlt, nicht zum Arzt geht, das Ganze verzögert und durch diese Verzögerung sich auf die Straße Arbeitsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, Frühverrentung begibt. Vielen Dank. Sie sprachen von der Offenheit und auch der Entstigmatisierung. Herr Dr. Sen, welche Auswirkungen sehen Sie für die Versicherungsbranche, gerade auch im Hinblick auf die Risikoprüfung? Also wir können aus den Zahlen relativ gut ablesen, dass ja die psychische Probleme oder Diagnosen mit psychiatrischen Erkrankungen in der Statistik immer höher gehen als Ursache für eine Berufsunfähigkeit oder eine Arbeitsunfähigkeit. Dieser Trend ist in den letzten 10 Jahren klar erkenntlich. Das heißt, das deckt sich also mit der klinischen Betrachtungsweise, dass wir verstärkt die Diagnosen stellen bei den Antragstellern. Das führt eben dazu, für uns zur Schwierigkeit, dass wir immer mehr psychische Diagnosen auch in der Risikoprüfung sehen. Und die Frage, die sich ja uns stellt als Versicherer, ist, wie können wir denn unterscheiden, dass von den allen, die einmal eine Erkrankung hatten, welche davon sind so schwer, dass wir sie nicht versichern können und welche von diesen Menschen haben aber eine so gute Prognose, dass wir eine Versicherung anbieten können. Das ist für uns die Schwierigkeit. 17,8, fast 18 Millionen Menschen, also ungefähr ein Viertel der Bevölkerung, für die aktiv eine psychische Erkrankung diagnostiziert wurde oder
die Anzeichen gespürt haben? Wie kommt diese die riesige Zahl? Symptome, Beschwerden haben, die zu einer psychiatrischen Diagnose passen. Das ist das, was der Professor schon angesprochen hat, dass wir die Diagnose symptombestimmt beschreiben müssen und nicht ein Laborparameter haben, um dann sagen, ha, das ist das. Ja. Bei 18 Millionen Patienten, eine riesige Anzahl an Patienten, wo die Therapie wahrscheinlich sehr patientenindividuell stattfinden muss, auch sehr komplex ist. Gibt es dennoch, Herr Professor Holzberg, so diese eine Therapieform, die heute hauptsächlich angewendet wird? Und warum wird diese angewendet? Ja, das kann man natürlich jetzt nicht für alle 18 Millionen sagen, da gibt es eine Therapie. Aber ich will es mal ein Beispiel an der Depression sagen. Bei einer leichten Depression, wo ein Patient vielleicht zwei Wochen unter Antriebslosigkeit und Freudlosigkeit, er fühlt sich nicht mehr so wie bisher, kann schlecht schlafen, da wird so vielleicht eine pragmatische Kurzzeitpsychotherapie helfen. Nur, die kann man mal nicht innerhalb von ein paar Tagen auf den Weg bringen. Man hat Wartezeiten und in den Wartezeiten kann zwei Dinge passieren. Entweder es wird von selber wieder gut oder es wird schlechter. Und deswegen werden viele für die Wartezeit dann auch ein Antidepressivum bekommen. Bei Patienten mit mittelschwerer oder schwerer Depression, vor allem bei schwerer Depression, wenn der Patient wirklich alle psychischen Funktionen da niederlegen, keinen Antrieb mehr hat, kaum aus dem Bett kommt, nihilistische Gedanken hat, Lebensüberdruss bis hin zu Suizidgedanken, dann wird man nicht mit einer Psychiatrie, mit einer Psychotherapie daherkommen, sondern dann wird man erst einmal eine forcierte antidepressive Therapie einleiten. Und wenn es ihm besser geht, dann kann man auch eine Psychotherapie folgen lassen, um ihm zu helfen, das Ganze zu bearbeiten. Auch dazu eine Nachfrage. Sie sprachen davon, von der sehr langen Wartezeit, die für Patienten für eine Psychotherapie. Besteht dann nicht auch direkt die Gefahr, dass die Patienten mit einer leichten Depression, mit ersten Symptomen, sehr schnell starke Symptome entwickeln und dann eben in die, ich nenne es mal, schwierigere Gruppe mit schwierigen Erkrankungen rutschen? Also mir wäre lieber, es gäbe ein größeres Psychotherapieangebot, aber bitte ein pragmatisches. Nicht, dass dann ein Psychotherapeut jahrelang auf einem Patienten herum therapiert und andere draußen bleiben müssen. Die Entwicklung auch in der Medizin und in der Forschung, auch was die Therapien angeht, geht ja stetig voran. Welche Therapieform sehen Sie denn für die Zukunft als am vielversprechendsten? Also die uns heute zur Verfügung stehenden Antidepressiva sind zwar wirksam, rein statistisch, aber sie sind unspezifisch. Sie sollen halt vom Hersteller aus gesehen bei der Diagnose einer Depression allen helfen. Das ist das Rezept für einen Blockbuster. Nur das ist leider nicht so. Die Medikamente wirken bei zu wenigen. Sie brauchen zu lang, bis sie wirken, und sie haben zu viele Nebenwirkungen. Das Dilemma ist doch, dass wir diese Medikamente seit 1950er Jahren haben, und da wusste kein Mensch, wie die funktionieren. Und dann hat man jahrzehntelange hervorragende Forschung gemacht, um viele pharmakologische Merkmale von diesen Medikamenten zu gewinnen. Aber wir wissen heute immer noch nicht, ob die Mechanismen, die wir kennen, auch diejenigen sind, weswegen sie wirken. Und deswegen glaube ich, wird hier ein Umschwung kommen. Wir wollen doch neue Medikamente haben und nicht Modifikationen der schon bestehenden. Und ich meine, die Zukunft der Psychopharmakologie, die wird denen gehören, die erkennen, dass die unter einer Diagnose Depression versammelten Patienten nicht notwendigerweise alle den gleichen Krankheitsmechanismus haben. Sie können zwei Patienten anschauen, die sind gleich alt, haben das gleiche Geschlecht, haben die gleiche Diagnose, sind auf allen Symptombeschreibungen identisch und trotzdem haben sie unterschiedliche Krankheitsmechanismen. Erst wenn wir in der Lage sind, durch innovative Antidepressiva gezielt den vorliegenden Krankheitsmechanismus zu adressieren und zu heilen, dann sind wir einen Schritt weiter. Das ist aber keine Utopie. Wenn ich das noch kurz dazu sagen kann, das ist keine Utopie. Wir haben heute durch die Genomforschung die Möglichkeit, Labortests zu entwickeln, die mir sagen, bei welchen Patienten ein hochspezifisches Medikament wirken würde und bei wem nicht. Es gibt sogar erste klinische Untersuchungen, die das zeigen, dass sie mit einem Labortest
sehr wohl sagen können, bei diesen Patienten wird das hochspezifische Medikament wirken und bei dem anderen nicht. Also das ist keine Utopie, sondern wir sind da schon. Wie sieht denn so ein Labortest dann konkret aus? Also ich kenne Labortests im Sinne von Bluttests oder ähnlichem. Was? Nein, diese Labortests, die integrieren genomische Erkenntnisse, also nicht nur Genvarianten, sondern auch andere Veränderungen in der genomischen Maschinerie. Das betrifft auch die Proteine und man hat auch andere physiologische Daten. Und die werden dann mit Hilfe von modernen Methoden der künstlichen Intelligenz, ich sage da das Stichwort maschinelles Lernen, ausgearbeitet. Und mit denen kann man dann vorhersagen, wer auf ein neues Medikament ansprechen wird. Und wir haben das bereits gezeigt. Die Patienten, die so in eine innovative Behandlung reinkommen, werden früher gesund, haben weniger Nebenwirkungen und vor allem, was das Wichtige ist, sie sind zu 50% symptomfrei, während in normalen Behandlungsschemata die erste Behandlung nur zu 25% Symptomfreiheit führt. Diese Technologie und diese Anwendung findet aber aktuell noch nicht konkret statt, sondern befindet sich noch in der Forschung. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig. Das ist etwas, was noch entwickelt wird und wo ich damit rechne, dass man vielleicht noch 3-4 Jahre braucht, bis das auf den Markt kommt. Und dann kommt die nächste Hürde, nämlich die Annahme vom Markt. Denn Ärzte, und wir sind ja beide welche, deswegen darf ich das sagen, Ärzte und speziell Psychiater sind nicht für besondere Gier nach Innovation bekannt. Wenn es jetzt noch, Sie sagten, Sie sprachen von 3-4 Jahren, bis die angesprochenen Technologien auf den Markt kommen. In der Zwischenzeit werden wir weiterhin Arbeitsunfähigkeit erleben, Frühverrentung erleben aufgrund von psychischen Erkrankungen. Gibt es auch kurzfristig schon Möglichkeiten, das Thema anzugehen? Also die Beispiele, die Sie genannt haben, sind das Ergebnis meistens von ungünstigen Therapieverläufen, zu spät begonnen, falsch begonnen, keine Adhärenz an die Therapie, also kein Einnehmen der Medikamente und das alles. Das führt zur Therapieresistenz und zur Chronifizierung. Und da gibt es eine ganz interessante Entwicklung gerade. Man hat ein altes Narkosemittel ausgegraben, also quasi so ein Back to the Future, bei dem man das hatte auch eine Karriere als Partydroge übrigens, das Ketamin. Und wenn man das niedrig dosiert, Patienten mit Depressionen und vor allem bei therapieresistenter Depression gibt, dann führt das vorübergehend zu einer sehr guten Verbesserung des Befindens. Das kann wiederholt werden. Wie das auf lange Frist wirkt, wissen wir noch nicht. Aber es hat halt einen großen Nachteil. Man muss das entweder infundieren oder als Nasenspray geben. Und man muss auch, wenn man es bekommen hat, ein paar Stunden in der Praxis bleiben, weil es können dabei sogar psychotische Symptome auftreten, nicht schwere, aber so Realitätsverlust und auch Bluthochdruck. Und deswegen wird eine große Innovation sein, dass es jetzt Tabletten gibt, die das Ketamin so verpacken, dass man es runterschlucken kann. Und wenn das langsam abgegeben wird, dann kommt es eben nicht zu diesen Nebenwirkungen. Die Effektivität, also die Wirkung, die positive Wirkung, bleibt aber erhalten. Herr Dr. Senn, Versicherer spielen in der Entwicklung von neuen Therapieformen oder auch mit neuen Medikamenten in der Regel eine eher untergeordnete Rolle. Muss das so sein oder gibt es für diese Erstversicherer durchaus eine Rolle, die sie in der Entwicklung aktiver einnehmen können? Ich glaube, man muss klar trennen, dass wir in der Versicherungsbranche jetzt nicht die Aufgabe haben, die Medikamente zu entwickeln. Und ich darf auch sagen, dass ich mich ja wirklich sehr freue, diese Neuigkeiten auch zu hören vom Herrn Professor, weil das ist schon ein, sagen wir, Paradigmen-Shift, würde ich sagen. Das heißt, wir kommen auch in der Psychiatrie dahin, Menschen gezielter zu behandeln. Und das hat ja nicht nur einen Einfluss darauf, dass die auch effektiver behandelt werden, nämlich dass die Symptome nämlich weggehen im besten Fall, sondern dass sie auch die Nebenwirkungen sparen. Also das ist ja zweiseitig. Und ich glaube, das ist ein Trend, den wir als Versicherer natürlich aktiv begleiten können. Wir können jetzt vielleicht die Therapien nicht erfinden,
Wir können sie auch nicht vertreiben, aber unsere Aufgabe ist natürlich, diese Therapien zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass die Menschen auch Zugang zu diesen Medikamenten haben. Das ist das eine, was ich glaube, was wir als Versicherungsbranche unsere Aufgabe ist. Wo ich noch etwas mehr hin will, dass wir auch aktiver begleiten die Patienten in der, sag mal, Adhärenz, wie wir das nennen. Das heißt, sie bleiben bei der Therapie dabei, sei das jetzt die Gesprächstherapie oder die medikamentöse Therapie. Auch da, glaube ich, haben wir jetzt heute mit der fortschreitenden Digitalisierung, selbst im Medizinsektor, der etwas zurückhinkt, doch Möglichkeiten dafür, mehr Sorge zu tragen, dass die Patienten die Therapien so einnehmen oder so durchführen, wie sie auch verschrieben worden sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, was ich glaube, was wir machen können, viel stärker selber schauen, welchen Effekt haben wir denn mit diesen Therapien. Es gibt in der medizinischen Literatur aus meiner Sicht immer noch einen Mangel von Studien, die sich wirklich mit dem harten Outcome, also dem Resultat, zum Beispiel Berufsunfähigkeit beschäftigen. Das heißt, wir Mediziner haben viele Studien, die schauen, sind die Symptome besser geworden, ist der Blutdruck hoch und runter gekommen, was sind die Nebenwirkungen, das machen wir alles sehr, sehr gut. Aber praktisch für uns als Gesellschaft zu sagen, welche Therapien führen denn de facto wirklich dazu, dass Menschen weniger in die Berufsunfähigkeit kommen oder schneller wieder aus einer Berufsunfähigkeit heraus. Ich glaube, da können wir als Industrie deutlich mehr beifügen, indem wir auch viel bessere Daten zur Verfügung stellen, die dann wieder ausgewertet werden können. Jetzt haben Sie gerade schon das Stichwort digitale Helfer, digitale Unterstützung angesprochen. Das kann während der Therapie stattfinden, es kann aber vielleicht auch präventiv stattfinden. Wir bekommen ja gerade Sie auch in Ihrer Rolle immer mehr Anfragen von unseren Kunden. Wie kann eine App psychische Erkrankungen verhindern sogar? Wie schätzen Sie diese Apps, diese Unterstützung ein? Und kann man da überhaupt versicherungsmedizinisch einen Effekt berechnen? Also im ersten Teil Ihrer Frage muss man sagen, dass ich alles begrüße, was dem Patienten hilft, und jegliches Angebot, je niedrigschwelliger, desto besser. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eben solche Wellbeing-Apps, Mental-Health-Apps, Resilienz-Apps, was es alles gibt, wirklich dazu führen, dass Menschen leichter Zugang zu einem Angebot haben. Und ich hoffe, dass sie das auch nützen, und dann kann ich mir einen Effekt vorstellen. Wir haben bei diesen Mental Health Apps durchaus Studien, sind relativ kleine mit nicht so vielen und nicht auch aus dem, sagen wir, wirklichen Leben, Ergebnisse, die zeigen, dass es etwas bringen kann. Das heißt, das ist erstmal für mich positiv. Und ich habe auch Hoffnung, dass dieses Angebot noch besser wird. Warum besser? Weil ich schon glaube, dass wir im Moment auch eine Phase haben, wo sehr viel auf den Patienten oder den Menschen einprasselt. Das heißt, das Angebot ist so groß, dass man ja Mühe hat zu sagen, welches soll ich denn nehmen? Und ich glaube, da wäre auch aus meiner Sicht etwas, was wir eben auch vielleicht auch gerade als Rückversicherer durchaus begleiten können, zu sagen, welche von diesen neuen digitalisierten Angeboten ist denn sinnvoll? Welches ist denn wirklich effektiv? Welches sollte man nutzen? Weil im Moment sind wir noch, glaube ich, in einer Phase, ja, experimentieren ist zu viel gesagt, aber das Angebot ist noch sehr undurchsichtig. Und da, glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir sowohl von der Versicherungsseite als auch eben von der medizinischen Seite sagen, wo soll denn der Fokus liegen, was funktioniert und was nicht. Wenn wir es denn dann schaffen, wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es eine zu große Anzahl von digitalen Apps. Der Kunde weiß, der Patient weiß gar nicht, welche er verwenden kann. Wenn wir da einen Schritt machen würden und es schaffen, diese Wust an Apps zu verringern, können dann solche Apps wirklich psychische Erkrankungen verhindern oder sogar behandeln, das heißt ganz ohne Psychotherapie? Oder ist das immer nur ein zusätzliches Add-on, möchte ich es mal nennen, zu einer Psychotherapie? Bin ich gespannt, was der Professor Osbörn noch dazu sagt. Aus meiner Sicht ist es klar so, dass es in der Prävention
seine Wertigkeit hat. Also Leute, die achtsamer sind, die sich widerstandsfähiger machen, indem sie sich mit sich selber beschäftigen, bin ich überzeugt davon, dass die auch eine Widerstandskraft erhöhen gegenüber psychiatrischen Diagnosen, vor allem Depressionen, Angststörungen. Ich glaube nicht, dass sie genügend gut helfen, um eine wirklich Pharmakotherapie, also Tabletten zu ersetzen, oder auch eine Gesprächstherapie ist in dem Fall nicht, aus meiner Sicht nicht zu ersetzen. Das heißt, das sind zusätzliche Angebote. Ich erwarte mir vor allem die Wirkung in der Prävention. Da habe ich meine größten Hoffnungen. Herr Professor Holzbauer, Herr Dr. Senn hat gerade seine Ansicht von digitalen Apps dargestellt. Wie sehen Sie denn die Situation rund um digitale Helfer? Also ich glaube, dass digitale Helfer nie das vertrauensvolle Verhältnis zwischen einem Patienten und seinem Arzt ersetzen können. Aber ich stimme Herrn Kollegen Senn zu, es gibt hier auch Möglichkeiten der Prävention. Und ich will Ihnen einen Gedanken dazu sagen. Stellen Sie sich vor, ein Patient merkt so, oder ist noch gar nicht Patient, sondern ein Mensch merkt, ich habe da irgendwie, bin ich nicht mehr so ganz der Alte, irgendwie ist da was, was könnte denn das sein? Und dann hat er vielleicht eine App, wo er einen Fragebogen herunterladen kann und mal das ankreuzt und schaut, oh, da trifft ja vieles auf mich zu, da steckt vielleicht doch was Ernstes dahinter. Und dann wird er den Mut fassen, zum Arzt zu gehen, was er ohne diese Anwendung nicht hätte tun können. Das erscheint mir ein wichtiger Weg in der Prävention. Wenn ich aber in die Zukunft schauen darf, sehe ich bei modernen Techniken noch eine andere Präventionsmöglichkeit, nämlich Biomarker, die das Herannahen einer psychischen Erkrankung andeuten. Und das ermöglicht uns zu intervenieren, bevor die Erkrankung überhaupt da ist. Ist eigentlich die ideale Prävention. Und das ist ja nichts Neues. Wir haben ja, wenn jemand erhöhte Harnsäure hat, wird man auch nicht warten, bis er einen Gichtanfall hat und behandeln. Und beim Diabetes und beim Bluthochdruck ist das Gleiche. Kein Menschen stört erhöhter Blutdruck. Aber man weiß es, wenn ich da nichts mache, dann kann ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt die Folge sein. Und genauso erwarte ich mir das für die psychischen Erkrankungen. Aber um ein Missverständnis vorzubeugen, psychische Erkrankungen können damit gesagt werden, da ist was, aber sie werden nie bestehende Diagnosen, so wie wir sie menschengemacht zur Verfügung haben, bestätigen. Es wird nie einen Labortest geben, der sagt, der hat eine Depression, der hat eine Schizophrenie und der hat eine Angststörung. Denn die sind menschengemacht, die werden alle 5 Jahre erneuert. Das interessiert die Biologie überhaupt nicht. Herr Professor Holzbauer, Sie sprachen gerade von Biomarkern. Was sind denn solche Biomarker und wie könnten diese erhoben werden? Diese Biomarker sind Testmöglichkeiten, die sowohl genetische als auch genomische Informationen integrieren, aber auch biochemische und physiologische Daten einspeisen. Und man kann das heute, das haben wir auch schon gemacht, mit der Hilfe von Methoden der künstlichen Intelligenz, ich sage einmal Stichwort maschinelles Lernen, solche Instrumente bilden und anwenden. Das kostet heute nicht mehr viel. Denken Sie, was früher eine Genomsequenzierung gekostet hat. Heute kostet die $800. Es hat früher 80.000 gekostet oder mehr. Das wird nicht teuer sein. Sagt mir aber, Vorsicht, da ist was im Busch. Du musst auf die aufpassen. Das bedeutet, also ich habe selbst schon mal so einen DNA-Test gemacht. Das war eine Speichelprobe. Dann würde das ähnlich wie eine Vorsorgeuntersuchung, Krebsvorsorgeuntersuchung ablaufen. Ich gehe zum Arzt, mache einen Speicheltest. Beim Speicheltest haben Sie halt nur die Genetik. Aber es geht auch um Inhalte der Hirnflüssigkeit, also Liquordiagnostik. Es geht auch um Inhaltsstoffe, die im Blut sind, auch Zelleigenschaften. Da kommt vieles zusammen, aber das ist ja nur ein technisches Problem. Das ist lösbar mit Hilfe der heutigen Methoden der Bioanalytik. Vielen Dank. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf etwas, was Sie gerade sagten. Sie sprachen von einem noch nicht Patienten, der fühlt, ich fühle mich irgendwie anders.
Was sind denn eigentlich so typische Anzeichen, an denen ich festmachen könnte, mit mir stimmt vielleicht wirklich was nicht? Ja, also dass die Frühsymptome für psychische Erkrankungen sind nach meiner Erfahrung vor allem Schlafstörungen. Wenn plötzlich der Schlaf nicht mehr einfinden will, weil man anders träumt, früher wacht, nicht mehr einschläft. Dann haben sie Symptome wie erhöhte Ängstlichkeit, Zurückgezogenheit, verlorener Antrieb. Das alles sind Symptome, da kann der Einzelne immer noch gut funktionieren und zur Arbeit gehen. Da wird allenfalls das, was ja immer ein bisschen übersehen wird, nämlich die Arbeitsleistung nachlassen, der sogenannte Präsentismus. Aber es sind auch andere Daten, die da eingehen müssen. Zum Beispiel, wenn die Eltern eine Veranlagung mit vererbt haben oder wenn ein frühkindliches Trauma geschehen ist, all das sind Informationen, die eine höhere Verletzbarkeit, eine höhere Vulnerabilität anzeigen. Und das kommt alles in ein gesamtes Auswerteprogramm, wo man sagt, so, jetzt wäre es besser, wenn du etwas einnimmst oder nicht unbedingt sofort Medikamente, aber etwas für dich tust, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und gesund zu bleiben oder, wenn die Krankheit dann schon kommt, sie viel weniger schwer ausgeprägt ist. Herr Dr. Senn, Herr Professor Holzbohr sprach von Labortests oder auch, ich sag's mal, Vorsorgeuntersuchungen. Könnten solche Vorsorgeuntersuchungen einen deutlich positiven Effekt auch für Versicherungen, gerade im Underwriting, haben? Ich glaube natürlich, ja. Also wir eben die Vorhersage, welcher Mensch welchen Verlauf mit seiner Krankheit nimmt, das ist jetzt gar nicht depressionsspezifisch, sondern eben auf alle Krankheiten, ist ja etwas, was also praktisch der Kern sagen wir, unserer Arbeit beinhaltet. Je objektiver man das machen kann, desto leichter tue ich mich in der Risikobeurteilung. Ich glaube nur, dass man die Vorstellung, der Professor darf mich gerne auch nochmal korrigieren, die Vorstellung, dass man einen Wert hat, der dann so irgendwie ein Cut-off hat, ein bestimmter Wert, wo man sagt, ist man dann drüber, dann wird man's, ist man drunter, wird man's nicht. Ich glaube, die Vorstellung ist falsch. Jedes komplexe Modell, wir reden hier über komplexe Modelle, um so etwas zu beurteilen, kommt am Ende mit Wahrscheinlichkeiten raus. Und diese Wahrscheinlichkeiten sind dann eben leider nicht 100% oder 0, sondern liegen irgendwo dazwischen. Das heißt, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger, für uns essentieller Baustein, dass wir objektiv oder objektivbarere Befunde bekommen, um sie zu beurteilen. Aber sie werden am Ende der Komplexität des Menschen und aus meiner Sicht dann auch des Versicherten nicht ganz gerecht, sondern wir müssen eben auch das Ganze im Blick haben. Nicht nur die Biologie, nicht nur den Parameter, sondern was ist vorher geschehen, welcher Verlauf war bis anhin, wie oft war er schon krank deswegen und so weiter. Ich glaube aber, das Gesamtbild wird auf alle Fälle besser und ich bin wirklich mega gespannt und freue mich auch darauf, dass ich höre, dass solche Dinge entwickelt werden. Also ich bin da ganz Ihrer Meinung, es wird sicherlich nicht irgendeinen eine rote Linie geben, wo man drüber oder drunter ist, aber die Mustererkennung, die ja heute vom Arzt mehr oder weniger intuitiv geschieht und auch je nach Ausbildung variieren kann, das wird man objektivieren. Und da ich ja auch Chemiker bin, war ich in der Psychiatrie immer drauf und dran, Dinge zu objektivieren und nicht nur mich von Anmutungen leiten zu lassen. Herr Dr. Senn, wir haben viel von aktuellen Entwicklungen und künftigen Verbesserungen gehört. Was tut denn die Munich Re eigentlich konkret, um psychische Erkrankungen versicherbarer zu machen, als es früher der Fall war? Genau, also wir müssen die Zeit ja auch noch etwas überbrücken, bis wir nämlich weiter sind. Und was machen wir bis dahin? Ich glaube, es ist für uns eben ganz entscheidend zu sagen, von diesen vielen Leuten, die in ihrem Leben mal unter zumindest Beschwerden leiden, die eine Depression zumindest ähnlich sind. Von diesen ganz vielen Leuten werden ja nicht alle berufsunfähig. Und wir müssen uns denen jetzt heute schon annehmen.
Was haben wir gemacht? Wir haben wirklich mit großem Aufwand investiert, um unsere Risikoprüfungsrichtlinien zu überarbeiten und zu sagen, was können wir denn verändern, um diesem neuen gesellschaftlichen Bild auch Rechnung zu tragen. Und wir haben uns vor ein paar alten Zöpfen getrennt und ich kann sagen, dass wir wirklich aus meiner Sicht einen wirklich wichtigen Schritt gemacht haben. Hier, wir sagen, der Fachterminus risikoadäquat, also das Risiko richtig abzubilden, deutlich verbessert haben. Und was mir ganz wichtig ist und was mir auch immer am Herzen liegt, ist eben, dass wir das gemacht haben, ohne dass wir weniger versichern, sondern wir können jetzt mehr versichern. Und das ist ja ganz, ganz entscheidend für uns. Also wir haben ja das Ziel, dass wir Versicherbarkeit oder Versicherung anbieten an möglichst viele Menschen. Und ich glaube, da haben wir einen wichtigen Schritt gemacht. Ich glaube, es fehlen noch ein paar Schritte, um es wirklich so gut hinzubekommen, wie wir es dann machen könnten. Ja. Lässt sich das denn konkret in Zahlen noch fassen? Zahlen sind immer ein bisschen etwas schwierig, weil wir es nicht natürlich ganz genau messen können. Wir haben es uns aber überlegt und angeschaut und haben Berechnungen durchgeführt. Wir würden sagen, dass wir vor unserer Revision ungefähr 16% der depressionserkrankten Menschen versichern konnten. Heute können wir ein Angebot machen bis zu 56%. Das ist jetzt ein bisschen wahrscheinlich ganz genau gerechnet, aber ich glaube, man sieht an den Zahlen, wie viel mehr es sind. Durchaus eine deutliche Steigerung. Ja. Herr Professor Holzbauer, als Mann der Forschung und ich hoffe, ich darf das so sagen, weniger als Mann der Versicherung, wo würden Sie sich denn noch Unterstützung von Erst- oder auch Rückversicherern wünschen? Also zunächst finde ich die Schritte, die Kollege Senn genannt hat, auch für mich als klinischen Forscher sehr ermutigend. Ich wünsche mir aber auch noch mehr Mut und Offenheit ganz generell gegenüber innovativen Ansätzen. Und ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Als wir einen Test entwickelt hatten, mit dem man vorhersagen kann, ob das verabreichte Medikament überhaupt aus der Blutbahn ins Hirngewebe, also dem Ort der Handlung, eintreten kann, wollten wir das in der Schweiz einführen. Und der Professor Sütsch, der Präsident der Helsana, der größten Schweizer Krankenversicherung, hat mir folgende Rechnung gesagt. Wenn von 3 Patienten einer einen Tag früher aus der stationären Behandlung entlassen wird, dann, dank ihres Tests, dann hat sich das für uns schon gelohnt. Das ist in der Schweiz eingeführt worden. Alle Kassen erstatten das. Es ist sogar in den Leitlinien. In Deutschland sind wir da vor verschlossenen Türen geblieben. Das einfach mal als Anmerkung. Ich meine, die Münchner Rück ist ja auch eine international operierende Versicherung. Vielleicht kann man auch diese Offenheit im Ausland, auch bei uns, noch etwas verstärken. Ich habe eine Abschlussfrage an Sie beide. Und zwar, ich weiß, sehr hypothetisch, aber werfen wir einmal einen Blick in die Glaskugel. In 10, 20 Jahren werden psychische Erkrankungen weiter zunehmen oder zugenommen haben oder werden die Therapieformen, die Präventionsformen, die wir gerade besprochen haben, so stark wirken, dass das Problem deutlich kleiner ist, als es heute. Herr Professor Holzbauer. Also erfolgreiche Maßnahmen gegen Stigmatisierung, Verbesserung der Therapien, vor allem durch Einführung der personalisierten Therapie, werden Vertrauen schaffen bei Patienten und auch die Akzeptanz dieser Erkrankungen verbessern. Es werden mehr Patienten früher behandelt werden. Die Fallzahlen werden steigen, aber kompensatorisch wird es weniger Chronifizierung und Frühverrentung geben. Und was man nicht vergessen darf, ist Folgendes. Ein Patient, der eine Depression hat, chronisch depressiv wird, hat ein 2- bis 4-mal höheres Risiko für Demenz, für Herz-Kreislauf-Krankheiten und für Diabetes. Durch erfolgreiche Therapien werden diese Fallzahlen sinken. Also ein durchaus sehr optimistischer Ausblick in die Zukunft. Herr Dr. Senn, wie sehen Sie die Zukunft? Ich glaube insgesamt, ich hoffe es sogar, dass durch die Entstigmatisierung der psychiatrischen Erkrankungen eben mehr diagnostiziert wird, mehr und früher behandelt wird. Aber auf der anderen Seite, wie eben auch klar sagen können, es wird eben weniger schwere Verläufe geben. Um das geht es ja. Also ich bin sehr optimistisch und freue mich auf die Entwicklungen, die da kommen werden und
Wir werden diese so schnell wie möglich auch wieder umsetzen in unseren Versicherungskontext. Damit sind wir am Ende dieses Interviews angekommen. Ich nehme einen sehr optimistischen Ausblick aus diesem Interview mit. Die Entstigmatisierung, neue Therapieformen und auch Prävention werden dafür sorgen, dass die Versicherbarkeit psychischer Erkrankungen in Zukunft ausgeweitet werden kann. Grundlagen und Entwicklung und aktuelle Handlungshinweise zu diesem als auch 5 weiteren Themen liefert der Life Science Report der Munich Re. Herr Professor Holzbauer, Herr Dr. Senn, ich danke sehr für dieses spannende Interview. Vielen Dank.